Da sich die üblichen Spots für den Frühling wie Südtirol oder auch der Gardasee derzeit leider nicht anfahren lassen, haben wir uns ein anderes Ziel ausgesucht, und zwar die Schweiz, um genau zu sein, die Region um Lugano rum. Für uns ging es dafür erstmal ganz schön weit durch den Schnee, über sämtliche Pässe drüber, bis wir dann am Campingplatz angekommen sind. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben erstmal die Kamera gesucht, ich glaube jetzt eine halbe Stunde, aber naja, zeig doch mal, wo du sie abgelegt hast. Ja, sie war auf meinem Vordach, aber ich hatte leider keine Ahnung mehr. Bei uns geht es heute auf Tour Monte San Giorgio. Also, wir fahren auf den Monte San Giorgio, das sind ungefähr 850 Höhenmeter. Und da ich sonst nie navigiere, würde ich sagen, drückt mir mal schön die Daumen. Oder ihm, dass wir irgendwo rauskommen. Ich berichte, wenn es schief gegangen ist. Aber wir haben uns schon ganz gut eingerichtet. So, ich kann kein Geheimnis verraten, warum immer der Martin plant normalerweise. Schaut mal. Wir sind keine 500 Meter unterwegs. Und wir müssen schon tragen. Naja, mal schauen, wo wir heute noch landen. Hast du Vertrauen in unsere Tour? Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass man im Endeffekt den Startpunkt, den finden wir jetzt erst. Und ich glaube, der Martin plant seine Touren sehr, sehr gut. Und schauen wir mal, wie wir zum Startpunkt kommen. Der Startpunkt der Tour war dann tatsächlich auf der anderen Seite vom See. Dementsprechend ging es erstmal ganz schön lang um den See rum, aber wir haben dabei auch einige coole Sachen gefunden. Diese Uferstraße zum Beispiel war wirklich sehr, sehr schön, wenn auch ganz schön zeitintensiv, weshalb die Tour dann im Endeffekt deutlich länger gedauert hat, als wir gedacht haben. Aber ihr seht, panoramamäßig lässt hier keine Wünsche offen und ja, wir haben es einfach genossen. Es sieht echt geil aus, Palmen und so kleine Häuschen, hier am Gardasee ein bisschen. Im Moment halt gar nichts los. Also cool. Und es ist schon so warm wie im Sommer. Ja, es ist wirklich schon so warm wie im Sommer. Der Ausblick war wirklich der absolute Hammer. Schaut mal mit. Da wir heute Bio unterwegs sind, ist der Brunnen mit das Wichtigste, was es gibt auf der Tour. Hey, Mann, Mann, Mann. Der fühlt sich auf wie im Hochsommer. Aber auf jeden Fall haben wir den eigentlichen Startpunkt am Fuße des Berges hiermit entdeckt. In 120 Metern geradeaus auf die Ergebnisse. Diese freundliche Navi-Stimme, die ihr da jetzt immer mal wieder hört zwischendrin, ist übrigens von Komoot. Die Navigation damit hat super gut funktioniert, wobei mir lieber wäre, wenn die Stimme etwas outdoor-tauglicher wäre, weil teilweise kam ich mir vor, wie wenn ich eigentlich auf der Autobahn sein müsste. Das ist allerdings Meckern auf hohem Niveau, denn im Endeffekt zählt ja, dass man die Route findet. Auf der Straße geht es weiter. Ja, yeah. Und voll das Glockenspiel im Hintergrund. Für die Pause haben wir uns quasi das idyllischste Plätzchen überhaupt ausgesucht. Direkt an der Hauptstraße. Für eine kurze Bananenpause. Affi. Hey. Geilo. Uraltes Kopfsteinpflaster. Ah ja, und uraltes Gemäuer. Krass. Cool. Und endlich mal Schatten. Es ist echt krass, krass warm. Es ist Sommer. Ja, so warm ist es schon. Ja. Puh. Oh, das ist geil. Endlich Wasser. Ist Ihnen warm, schöner Mann? Oh, unglaublich. Bei so einer hübschen Frau ist mir immer warm. Oh, weia. Es wird immer wärmer. Während der erste Teil des Uphills auf der Straße und dann auch noch auf kleineren Sträßchen durch Dörfer ging, waren wir dann wieder mitten im Trail sozusagen auf so einem alten, gepflasterten Weg unterwegs. Die Steine waren extrem rutschig, sodass das Gehen sogar schon schwierig wurde. Auch wenn wir in der Schweiz sind, geht es hier mit italienischer Manier sausteil diese alten, gepflasterten Wege rauf. Steil ist es doch gar nicht. Geht ja, total gut. Aha. Nein, nein, es ist überhaupt nicht steil. Es ist flach. Oh Gott, ich rutsche ab, glaube ich. Übrigens finden es nicht nur wir warm, sondern auch das Knoppers. Ist schon ganz matschig. Wie sich's gehört,
vorbei am Lost Place. Ganz schön groß, was auch immer das war. Unsere neue Übernachtung für heute. Oh nein. Ja, es ist nämlich schon 5:30. Puh. Aber ich habe Hoffnung, dass wir hier nicht übernachten müssen. Ah, weit ist jetzt nimmer. Aber noch sehen wir das Ende nicht. Also mal sehen. Ich glaube, das ist jetzt so ziemlich der höchste Punkt für uns. Juhu! Wir sind tatsächlich oben und die Aussicht ist gut. Schaut mal, da sind wir heute schon drum herum geeiert. Und wir machen jetzt richtig eine Schleife um den See rum. Also nicht ganz ganz, aber hier dann quasi die Brücke entlang. Und da hinten rum muss dann irgendwo der Campingplatz sein und wir sind jetzt so hergekommen. Also das ist schon edel, finde ich. Ja, wir brauchen auch noch eine Vignette für die Autobahn, dass wir über die Autobahn fahren können. Sind wir vielleicht schneller. Oh nein. Puh, da hat er noch einiges vor. Nochmal schnell fürs Titelbild posiert und dann noch kurz ein Panoramafoto geschossen. Das kann man hier übrigens super einblenden, dann ruckelt es auch nicht so sehr, weil man das nicht verwackeln kann. Und dann ging es für uns auch schon in den Trail rein. Wobei wir oben erstmal nochmal nachschauen mussten, wo es wirklich hingeht. Das war dann aber richtig cool, weil wir fahren jetzt so den Kamm entlang und wenn man genau schaut, dann sieht man auf der Seite immer mal wieder den See rausblitzen. Also das war wirklich panoramamäßig ein echtes Highlight und auch der Trail war super cool, oben erstmal ein bisschen leichter und im Verlauf wurde es dann immer schwieriger, so über Platten drüber und so ein bisschen im Gardasee-Style, würde ich fast sagen. Also hat sich definitiv gelohnt, diese Abfahrt zu starten. Übrigens, wenn ihr jetzt im Hintergrund vielleicht ein bisschen Windgeräusche oder andere Menschen hört, dann liegt das daran, dass wir das Video gerade mitten am Campingplatz in Lugano sozusagen schneiden. Und das ist natürlich super cool, weil wir sitzen in der Sonne vorm Bus. Also besser geht's kaum. Je, was ist denn das jetzt? Habt ihr eigentlich auch schon einen Urlaub geplant? Oder traut ihr euch noch nicht so ganz an die Sache ran, weil einfach nicht klar ist, wie es weitergehen wird mit den ganzen Lockdown-Geschichten? Also wir haben sonst noch nichts geplant, aber hätten spontan schon einige Ideen, wo es in Zukunft hingehen soll. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon hier am Lago Maggiore oder eben in der Gegend um Lugano rum unterwegs wart. Schauen wir, ob wir richtig sind. Habt ihr es gehört? Schau mal, ob wir richtig sind. So viel Vertrauen in meine Planung. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich habe ziemlich oft nachgeschaut, ob wir richtig sind, weil ich einfach ja wirklich überhaupt keine Erfahrung mit dieser Planerei oder auch Nachfahrerei habe. Aber da muss ich wirklich sagen, eine bereits gemachte Tour nachzufahren ist kein Hexenwerk und kann sich dementsprechend eigentlich jeder zutrauen, würde ich sagen. Also bei uns hat es wirklich super gut funktioniert. Ich bin überrascht, wie gut. Und da werden wir Hoffnung haben, dass wir noch einige gute Touren finden diesen Urlaub. Der Trail war wirklich super, super schön. Allerdings konnten wir ihn nur so halb genießen, da wir einfach echt verdammt spät dran waren. Ihr habt ja mitbekommen, beim Aufstieg habe ich ja schon erzählt, es ist irgendwie 5:30 am Abend. Und natürlich, bis wir dann oben am Gipfel die Fotos geschossen hatten und uns auf den Weg gemacht haben, war es dementsprechend noch später. Und wir wussten ja auch, dass wir noch mal um den halben See wieder zurückeiern müssen bis zum Campingplatz. Das war eben unser Ankunftstag und dadurch, dass wir erst mittags am Platz so richtig alles aufgebaut hatten, wurde der Tag dann schon relativ knapp. Also wir haben uns dann wirklich versucht runter zu beeilen und es hat zwar alles ganz gut geklappt, aber dementsprechend hört man wenig Juriza, weil wir ein bisschen Anspannung mit dabei hatten, dass wir eben nicht in die Dunkelheit reinkommen. Oh, das alte Draht ist voll lustig. Ja.
Je weiter runter wir eben gekommen sind, desto knackiger wurde auch der Trail. Und am Video sieht man ja immer nicht ganz genau, wie steil das eigentlich ist. Da wurden die Bremsen schon ordentlich gefordert. Und wir natürlich auch. Wenn ihr ganz genau hinhört, dann hört ihr auch so ein bisschen die Steine auf den Felgen klimpern. Wir haben schon gesagt, das klingt fast wie Beethovens Fünfte. Nur Klavier spielen können wir tatsächlich nur auf dem Mountainbike. Aber immerhin besser als gar nicht. Unsere komplette Runde hatte dann übrigens 1220 Höhenmeter und ca. 77 Kilometer, also schon eine ordentliche Strecke. Der reine Uphill auf den Berg hatte allerdings nur 850 Höhenmeter und dafür war der Trail wirklich super lang und lohnend. Also schaut auch gerne mal auf unserem Blog unter www.freeridinc.at vorbei, denn dort stellen wir euch die ganzen Touren auch mit Komoot-Links vor und da habt ihr dann selbst auch die Möglichkeit, diese nachzufahren. Seid uns allerdings nicht böse, falls es ein bisschen dauert, bis die aktuellen Touren auch tatsächlich nachrücken, aber es sind wirklich viele, viele Touren online und so solltet ihr doch eine gute Auswahl finden können. Und für alle, denen das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen ist, den Link zum Blog gibt es natürlich auch in der Infobox, also einfach mal unter das Video klicken, dann findet ihr genauere Infos und eben auch diesen Link. Ihr seht es sicher selber auch, die Videoqualität wird schon etwas schlechter, was daran liegt, dass es tatsächlich schon etwas dämmerig geworden ist. Ja, aber wir sind im Hellen runtergekommen, so viel sei schon mal gesagt.
ihr es jetzt wieder gehört. Dieses Geklimper hat uns dann wirklich bis zum Schluss eigentlich begleitet. Damit ging es für uns in die allerletzten Trailmeter, bevor wir dann eben die Rückreise um den See rum angetreten haben. Die war aber wirklich wieder mega, mega schön, denn was gibt es Besseres, als mehr oder weniger im Sonnenuntergang am See entlang zu radeln. Naja, nur dass es eben nicht nur ein paar Meter, sondern nochmal, ja, sagen wir, gute 30 Kilometer waren. Von dem her waren wir dann immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen wow, mega schön und puh, jetzt reicht's aber langsam. Denn auch wenn wir mehr oder weniger den ganzen Winter mit Biketouren durchfahren, fahren wir natürlich nicht die gleiche Frequenz wie im Sommer und dementsprechend spürt man auch den Hintern dann ordentlich. Ich finde, je länger man dann in der Saison drin ist, desto weniger macht das aus. Aber gerade zu Beginn, da reicht einmal die Woche, wie wir im Winter fahren, einfach nicht aus, um das nötige Sitzfleisch aufzubauen. Oh nein, das war's auch schon, sehe ich gerade. Weiter geht's dann mit Tag 2. Schaltet wieder ein.